So, nachdem wir im ersten Vortrag zwei Vektorteil-Engines im Vergleich quasi gesehen haben, erzählt uns der Thomas Goffron jetzt so ein bisschen hinter die Kulissen, also ein bisschen mehr über die Technik von den Vektorteils. Bitte schön. Genau, ich möchte heute so ein bisschen darauf eingehen, erstens ganz kurz, warum man das mit den Vektorteils überhaupt macht. Und danach so ein bisschen ins Detail, wie diese Vektorteils auf einer technischen Ebene überhaupt aussehen, wo sind da die Limitierungen, was kann man damit machen, aber wo hört es dann auch auf? Also schauen wir mal unter die Haube. Viel früher waren Dinge viel einfacher, man hat einfach eine Karte gemalt, es war alles eben sehr darstellungsorientiert, wir hatten eben ein festes Format, in das eben Dinge reingefüllt wurden, es wurden alle Labels von Hand platziert und so weiter. Und dadurch hatten wir eben eine sehr darstellungsorientierte Karte, die eben grafisch sehr sinnvoll war und eben eine sehr, sehr feine Darstellung haben konnte. Ja. Später dann ist man aber davon abgerückt, weil man immer mehr eher so in die Richtung gegangen ist, die jetzt eine Karte, die jetzt visuell nicht so wunderschön ist, aber den riesen Vorteil hat, dass sie eben durch regelbasierte Systeme erzeugt werden kann, also vollautomatisiert. Da möchte ich auch gerne nochmal auf den Vortrag von Christoph Hormann von letztem Jahr verweisen, darstellungsorientierte Generalisierung von offenen Geodaten. Und dadurch brauchte man da auch eben neue Strategien zur Auslieferung von Karten. Klar, es gibt dann das klassische WMS und ist auch für viele Dinge, vor allem im sehr spezifischen GIS-Bereich, gängig und von großem Vorteil. Aber in Multi-User-Systemen, die dann eben immer mehr aufgetaucht sind, war es eben keine gangbare Methode mehr. Also es ist eben sehr schwierig, ein WMS aufzusetzen, was eben Hunderttausende von Nutzern bedienen wird. Manchmal auch schon problematisch bei mehreren Hunderten von Nutzern. Und dadurch ist eben mit dem Aufkommen des Webs eben die Slippy Map auch entstanden. Hier am Beispiel eben von OpenStreetMap sehen wir eben, dass die Welt in kleine Kacheln geteilt wird. Und dadurch haben wir eben standardisierte Abfragen und eine gute Cachebarkeit von dem Ganzen. Ja, also wir haben eben immer wieder dieselben Kacheln, die mit denselben Parametern abgerufen werden. Und dadurch können wir eben Millionen von Nutzern im Prinzip mit einer ganz schmalen Infrastruktur bedienen. Es hat allerdings den Nachteil, dass wir die Darstellung eben zementieren. Ja, also bei WMS, WFS kann man ja eben noch durch entsprechende Parametrisierung Dinge ändern, aber eben durch diesen großen Fokus auf das Caching und eben auf diese standardisierte Abfrageform können wir eben nichts mehr machen als Client. Wir können aber durch so ein paar Tricks eben es ermöglichen, zumindest mehrere Stile im Bitmap-Bereich zu haben. Ja? Dadurch, dass wir eben Datenhaltung von der Rendervorschrift trennen können, gibt es hier eben Potenzial. Natürlich hat es auch seine Begrenzung. Ja? Wir können style-spezifische Geometrieoperationen sind da zum Beispiel nicht mehr möglich. Ja? Also wenn wir eben sagen, ja, für diesen bestimmten Stil bräuchte ich aber jetzt eine ganz andere generalisierte Tabelle, dann habe ich auch wieder einen Einfluss auf die Datenhaltung. Ja? Aber nichtsdestotrotz, das Ganze ist trotzdem relativ ressourcenintensiv. Also wenn wir die Kacheln erzeugen, müssen wir viele Geometrieoperationen on the fly machen. Eben, wir hatten es im letzten Vortrag, die Simplifizierung macht halt eben einen großen Impact eben auf die Performance. Und eben wenn wir da eben schauen, domainspezifische Darstellung ist möglich mit Kacheln, ja, weil wir da eben durch sehr gute, regelbasierte Systeme auch eine visuell gute Karte erzeugen können, ist eine Erweiterung häufig dann schon schwierig. Also angenommen, wir haben jetzt einen Kartografen, der baut eine Karte, die hat eine sehr reichhaltige Farbwahl, ja, und vor allem, wenn wir zum Beispiel bei OpenStreetMap.org gucken, ja, das komplette Farbspektrum wird genutzt. Jetzt kommt jemand und möchte diese Daten erweitern und möchte halt eben Marker draufsetzen, wird es plötzlich ganz schön schwierig, weil der Farbraum ist schon aufgebraucht. Ja? Ich habe im Prinzip schon so einen Farbtopf unten drunter, da kann ich jetzt nicht noch eine Farbe draufsetzen, die ohne Probleme nochmal dargestellt wird. Da muss man irgendwie mit Farbverläufen und Schatten irgendwie tricksen und so richtig schick sieht es dann eigentlich nicht aus. Grafische Skalierbarkeit ist auch so ein Problem bei Bitmap-Kacheln. Wenn wir das zum Beispiel drucken wollen, geht es eigentlich kaum. Also man könnte jetzt sagen, okay, wir laden jetzt statt einer Kachel vier Kacheln und verdoppeln damit halt die Auflösung.
Aber in dem Moment habe ich im Prinzip meine Schriften ganz klein gerechnet und kann nichts mehr auf der Karte erkennen, wenn sie ausgedruckt ist. Dasselbe Problem passiert ungefähr auch bei eben hochaufgelösten Displays. Wir haben immer noch sehr viele Services, die eben nur 72 dpi Kacheln ausliefern, und auf hochauflösenden Displays sieht das nicht mehr so schön aus. Und deshalb hat man sich gedacht, nun ja, eine neue Technologie muss daher. Die Nutzer wollen einfach ihre Karten stylen. Das ist eben das, der treibende Faktor. Ja. Viele, die irgendwie im Kundenbereich tätig sind, kennen das. Ein Kunde kommt um die Ecke und sagt, ich möchte aber unbedingt, dass alle Gebäude rot sind. Ja. Oder man möchte irgendwie irgendwelche Features weglassen. Also ich möchte zum Beispiel gar keine Punkte von Interesse auf meiner Karte drauf haben. Ja. Oder ich möchte eben so ein paar Features hinzufügen, was, wie gesagt, auch mit Bitmaps einigermaßen noch geht. Dann möchte man eben diese Datenhaltung vom Rendering noch mehr entkoppeln, ja, dass eben wirklich Datenhaltung und die Erfassung ein ganz anderes Thema ist als das Rendering. Und natürlich auch wieder Caching ermöglichen, denn wir wollen ja alle Webscale oder sowas. Und am besten hätte man noch gerne, wenn man da jetzt eine neue Technologie entwickelt, auch ein Austauschformat für nicht-grafische Anwendungen. Ja, also wir sehen auch eben jetzt, dass zum Beispiel Routing-Engines inzwischen auf Vektor-Tiles eben eingehen und da auch über Vektor-Tiles eben routen. Im Großen und Ganzen ist das Thema jetzt nicht unbedingt neu, weil Vektortechnologien gibt es schon seit den 80ern. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass es bisher nur Raster gab und Vektor ist was ganz Neues. Und dadurch kann man aber auch eben bestehende Technologien wiederverwenden und erweitern. Genau, wenn wir eben in so einer üblichen Bitmap-Render-Chain schauen, haben wir eben meistens irgendwie eine Datenbank, es könnte halt ein Postgres sein, es könnte auch was anderes sein. Dann haben wir einen Renderer, der rendert eben, der emittiert eben Bitmaps in eben diesem üblichen ZXY-Schema. Es gibt in der Regel noch einen Cache dazwischen, damit nicht jede Abfrage eben einen Rendervorgang und damit auch einen Datenbank-Request abfeuert. Da haben wir irgendwie eine Webserver-Zwischenschicht und am Ende kommt irgendwie der Viewer, der irgendwie Sachen machen kann. Bei Vektor-Tiles versucht man das alles noch so ein bisschen zu entzerren, indem man sagt, wir versuchen eben immer mehr von dem Stack eben stilagnostisch zu machen. Ja? Während wir bei dem letzten eben gesehen haben, die Dinge in Orange, die müssen halt irgendwie im Prinzip Bescheid wissen, wie der Stil aussieht, möchte man das eben im Vektor-Tile-Set eben weiter an die Ränder schieben. Ja? Am besten wäre es, wenn nur der Client Bescheid wüsste, wie der Stil am Ende aussieht, weil dann hat man die komplette Flexibilität im Client. Und obenrum kann man eben umso mehr cachen und umso mehr wiederverwenden. Auf technischer Seite, was haben wir denn für Optionen? Ja, es ging irgendwie los mit GeoJSON ganz viel, weil das kann ja jeder Browser, das ist relativ leicht zu implementieren, hat aber den Nachteil, ja, diese Vektor-Tiles, die dann da rauskommen, die sind halt gigantisch. Also selbst verglichen mit Bitmaps sind sie enorm und dadurch auch schlecht zu optimieren. Da ging halt dann irgendwann nicht mehr viel. Das konnte man halt für sehr kleine Karten mit irgendwie sehr wenig Features so als Overlay eher betrachten, aber nicht als eine vollständige Karte oder ein Atlas. Dann kam halt eben so eine Optimierung irgendwann dazu, eben TopoJSON, das setzt auf GeoJSON auf, hat also eine relativ gute Kompatibilität zu dem Ganzen, nutzt aber relative Koordinaten, sodass wir auch ein bisschen mehr Features eben in so einen Teil encodieren können, ohne dass es sofort zu Problemen führt. Nichtsdestotrotz geht immer noch nur für Karten mit begrenzter Komplexität und die Übertragungsgrößen sind immer noch ziemlich fett. Was dann eben vor ein paar Jahren entstand, ich glaube so richtig 2014, 15 ging es los, kam eben MVT um die Ecke, Mapbox Vector Tiles, was eben ein ganz spezifisch dafür entwickeltes Format ist, um eben Kartendaten, um Vector Tiles zu encodieren. Ja, damit kann man auch wirklich komplexe Karten abbilden, also auch so das, was wir eben von Bitmaps gewöhnt sind, und muss sich da nicht so sehr einschränken. Hat aber den Nachteil, dass es nicht mehr menschenlesbar. Gut, die Frage ist, wer kann noch irgendwie Multipolygone so als String lesen, aber ja. Und das sind auch im Prinzip keine Rohdaten mehr. Also während zum Beispiel bei GeoJSON könnte man sagen, okay, ich nehme einfach meine Rohdaten und zerschnippel die in Teile. Bei MVT ist es eben ganz klar, wir haben relative Koordinaten, die entsprechend umprojiziert wurden. Und das, was dann da drin ist, ist im Prinzip nur noch eine Rendervorschrift.
Ja, das Ganze ist entstanden eben aus den Bedürfnissen im hochskalierten Betrieb. Man muss das wirklich ganz klar sagen, das kam eben aus den Teilhostern heraus. Und es hatte auch eben immer diesen Gedanken im Hinterkopf, wir brauchen eben eine Datenstruktur, die eben das Rendering mit Hilfe von Grafikkarten nutzen kann. Ja, und deshalb sieht man eben auch, die Tools, die es im Client dann gibt, sind halt eben GL-Tools, also auf OpenGL basiert. Und die Daten, die in den Tiles drin sind, sind eben optimierte Rendervorschriften für Grafikkarten. Ja. Und ganz wichtig sind natürlich auch kleine Datengrößen, denn ich möchte eben aufwendige Karten mit vielen Features drin haben. Und da muss ich eben bestimmte Freiheiten haben, damit das geht. MVT an sich basiert auf Protocol Buffers. Das ist jetzt keine schwarze Magie. Das ist eigentlich ein relativ simpler Standard, der eben definiert, wie binäre Daten gepackt werden. Es ist aber zum Beispiel im Gegensatz zu JSON-Datenformaten nicht selbstbeschreibend, sondern man braucht eben dieses Schema, dieses Proto-Schema. Das ist eben im Fall von MVT Open Source und steht, glaube ich, unter CC BY SA-Lizenz, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und dadurch braucht man halt nicht jedes Mal das Schema mitzuführen, sondern im Prinzip braucht man nur einmal das Schema und dann kann man alle Vektorteils lesen, muss halt nicht jedes Mal irgendwie das Vektorteil auspacken, um zu wissen, was drinsteht. Man muss allerdings auch dazu sagen, wenn man das Schema nicht hat, kann man die Daten auch eigentlich nicht mehr verstehen. Wie sieht denn jetzt so ein Vektorteil technisch aus? Wir haben eben ganz außen Layer. Jedes Teil kann halt mehrere Layer haben. Jeder Layer kann halt mehrere Features haben. Und Features können dann eben Geometrien haben, das können auch mehrere sein. Also man kann eben ganz normal damit Multigeometrien abbilden. Und es hat eben eine Tag-Struktur. Geometrien, was derzeit unterstützt wird, sind Points, Line-Strings und Polygone. Und in den Tags gibt es Key-Value. Das ist jetzt Stand Mapbox Vektorteil Version 2.1. Es wird irgendwann die Version 3 kommen. Da werden in den Geometrien eben auch zum Beispiel Splines ermöglicht. Das ist aber noch nicht released und das kann sich auch noch mal ändern. Genau, wie sieht das alles auf einer tieferen Ebene aus? Also wie sehen im Prinzip die Geometrien aus? Es gibt halt komplett relative Koordinaten. Also wir fangen an bei irgendwie einem Punkt, der jetzt jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube unteren linken Rand des Teils ist. Und dann gehe ich halt zwei Schritte rechts, einen Schritt nach oben. Dementsprechend weiter zum Beispiel wieder nach unten, aber ohne eine X-Veränderung. Und das Ganze ist dann relativ optimal dadurch, dass eben Protokoll-Buffers eben diese Var-Ins ermöglicht. Und Var-Ins ist im Prinzip eine Möglichkeit, dass kleine Zahlen auch wenig Speicher verbrauchen. Ja, also habe ich zum Beispiel lauter Werte von Zahlen von unter 127, werden das alles nur ein Byte Werte, statt irgendwie jedes Mal 8 Byte zu verbrauchen. Und dadurch kann ich eben sehr feine Details auch unter Umständen encodieren, ohne dass es halt eben viel Speicher braucht. Was eben auch noch möglich ist, dass pro Layer ein sogenannter Extent definiert wird, das hatten wir auch, glaube ich, schon im vorigen Vortrag. Da kann man eben sagen, okay, wie viel Pixel habe ich denn im Prinzip oder wie viele Punkte kann ich in diesem Vektorteil überhaupt abbilden? Wir kennen das eben aus Bitmap-Tiles, da geht halt in der Regel 256. Bei Vektorteils können wir uns das im Prinzip aussuchen, und zwar pro Layer. Also ich kann eben einen Layer haben, der feiner aufgelöst ist und einen Layer, der gröber aufgelöst ist, und die sind beide in einem Teil und beide nutzen halt eben die Vorteile von eben einerseits einer guten Auflösung, andererseits von einer kleinen Dateigröße. Wie erwähnt, das Ganze wird eben über diese Move-to-Jump-to-Befehle innerhalb der Geometrie realisiert. Es gibt ein implizites Schließen von Ringen, wenn es um Polygone geht. Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, wenn man andere Serialisierungsformate wie zum Beispiel WKB kennt. Und was eben auch wichtig ist, ist eben die Winding Order. Also die Polygone müssen, beziehungsweise die Ringe müssen in der richtigen Reihenfolge vorhanden sein. Das Ganze hat den Vorteil, man kann das Styling komplett offen lassen. Komplett ist übertrieben. Also man kann eben layerbasiert stylen, zum Beispiel eben
mit dem Fallbeispiel, der Kunde möchte alle Gebäude in Rot haben. Das würde jetzt gehen. Man sagt, okay, alle Elemente, die im Layer Gebäude sind, die hätte ich gerne rot mit der Transparenz von 50%. Und diese Informationen brauche ich im Prinzip nur an den Client zu geben. Und ich als Erzeuger der Vektorteils brauche überhaupt nichts davon zu wissen. Man kann dieses Styling noch ein bisschen weiter auf Tags ausweitern. Das geht zum Beispiel für, ja, ich möchte eine, auf dem Layer Straßen möchte ich nur die haben, die den Rang 1 haben, also nur die höchstrangigen Straßen oder sowas. Das geht dann auch. Wir können auch ein bisschen komplexer gehen, wir können da auch eben Parameter verknüpfen, dass wir sagen, okay, nur die Städte, die eine größere Population als 9000 haben und die in der Region Hauptregion sind, das würde dann auch noch gehen. Allerdings ist es eben so, dass durch diese Hochoptimierung, dass man viele Features verarbeiten kann, man auch dementsprechend möglichst auf Layer-basierten Dingen arbeiten sollte und diese Filter nur noch spärlich einsetzen sollte. Clients unterstützen aber eben das Beziehen von mehreren Vektorquellen. Wir können dadurch eben so ein Sandwiching realisieren, wie wir hier sehen. Es gibt eine Quelle 1 und eine Quelle 2 und die können dann ineinander verwoben werden. Das kann man dann im Client ohne große Probleme machen. Zusammenbauen von Vektorteils ist eine relativ triviale Operation. Also wenn ich eben als Server mehrere Layer zu einem Vektorteil zusammenführen möchte, das ist total billig, da brauche ich jetzt keine Grafik-Engine anwerfen. Das ist im Prinzip zwei binäre Blöcke zusammenfügen, mehr oder weniger. Dann könnte man auch eben WMS-artige Abfragen ermöglichen. Also ich sage dem Server, gib mir bitte nur den bestimmten Layer oder gebe mir jetzt ein Sandwich aus mehreren Layern. Dadurch hätte ich dann noch zum Beispiel nur eine Abfrage, müsste es nicht im Client verschneiden. Nichtsdestotrotz, es gibt Limitierungen. Ich habe jetzt häufiger gesagt, okay, man kann damit reichhaltige Karten bauen. Aber man darf nicht vergessen, das sind am Ende immer noch zerschnittene, umprojizierte Daten. Ja? Also man muss eben domänenspezifisch und applikationsspezifisch dann ganz genau drauf schauen, was will ich mit den Daten machen, bevor ich sie erzeuge. Also Geocoder, Router oder eben andere Anwendungen mögen zwar dieselbe Technologie benutzen, aber sie haben ganz andere Strategien, um zum Beispiel wieder die aufgeschnittenen Features zusammenzuführen. Wenn ich die Vektorteils dazu nutze, um eben grafische Karten zu rendern, muss die Elementmenge wirklich im Rahmen bleiben. Das liegt daran, weil ich bei Bitmaps kann ich jedes Pixel nur einmal vergeben. Ja? Und dann kann ich ein bisschen optimieren und dann reduziert sich die Datenmenge weiter. Bei Vektoren kann ich jedes Pixel auf mehreren Layern eben vergeben und dadurch kann die Datenmenge sehr schnell ansteigen. Was eben dazu führt, dass eben in mittleren Maßstäben sehr, sehr aggressiv vereinfacht werden muss und weggelassen werden muss, weil ansonsten eben die Vektorteils riesengroß werden, deutlich größer als Bitmaps und eben auch die Clients beim Rendern ganz schön ins Schwitzen kommen. Ein paar praktische Tricks und Kniffe, was eben möglich ist. Man kann eben sagen, okay, ich rendere sehr selektiv. Wir sehen das so bei einigen Projekten wie Open Map Tiles. Da wird dann eben sehr schnell, werden Dinge erst sehr spät gerendert. Also wir sehen eben sekundäre Straßen jetzt im OpenStreetMap-Jargon werden erst sehr, sehr spät gerendert. Das hat auch sehr seltsame Artefakte. Also wenn man wirklich nüchtern diese Karte betrachtet, sieht man, dass eben solche Inseln zum Beispiel in Deutschland entstehen, weil diese eben nicht durch Autobahnen angebunden sind, aber halt innen drin eben Straßen von hoher Signifikanz haben. Also da gibt es auch durchaus Probleme. Was man eben noch machen kann, ist Geometrien in wenige Features mit gleichen Attributen zu aggregieren. Und zwar, das funktioniert dann konkreterweise so, dass man eben sagt, okay, alle Autobahnen, die ich jetzt in diesem Vektorteil drin habe, die tue ich in ein Multiline-Feature. Angenommen, die haben alle denselben Attributsatz, weil das kann ich dann ja eben nicht mehr verändern. Und die Labels serialisiere ich getrennt auf eine zweite Schicht und mache eben das Label Placement schon in dem encodierten Vektorteil und lasse es nicht mehr vom Client entscheiden. Was noch ein bisschen was bringen kann, ist das räumliche Clustern von Geometrien. Und zwar, da sage ich eben, ich versuche eben Geometrien, die räumlich nah beieinander sind, auch in der Datei nah beieinander zu bringen, um diese relativen Koordinaten eben möglichst klein zu halten. Und das, damit kann ich dann nochmal so ein bisschen am Ende noch so ein paar Bytes eben sparen und vielleicht eben das Rendering beschleunigen. Kommen wir zum Fazit. Das Ganze ist eine interessante Technologie.
basiert auch größtenteils auf Standardtechnologien, ist Open Specification, von daher können wir da auch eben alle mit dran arbeiten. Es ist eben nicht alles super neu, MVT gibt es auch schon seit 5 Jahren. Styling kann tatsächlich kundenfreundlicher realisiert werden, weil wir können jetzt eben anfangen, Tools den Kunden direkt zu geben und die entscheiden über die Farbwahl und die Wahl der Features. Aber wir müssen auch sagen, das Ganze ist eben getrieben von den Bedürfnissen von hochskalierten Hosting. Also viele der Leute, die jetzt irgendwas mit Vector-Tiles machen wollen, die haben diese Probleme teilweise gar nicht, die eben beim Entwickeln dieser Formate eben erdacht wurden. Da meine Zeit jetzt am Ende ist, bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen. Du hättest noch eine halbe Minute gehabt, aber hätte ich das gewusst. Trotzdem, danke für den Vortrag. Gibt es Fragen? Danke für den Vortrag. Zu dem Beispiel mit den Autobahnen in einem Multiline-Feature und die Labels dann extra gespeichert, wird dann für praktisch jeder einzelne Buchstabe dessen Position und Rotation im Vektorteil gespeichert oder wie funktioniert das genau? Nee, also ganz so dramatisch ist es nicht. Man kann dann eben sagen, ich hätte gerne an diesem Punkt eben die Shields und gibt dann eben mit, okay, ich hätte gern den folgenden String gerendert, also die A4 oder die B123 oder was auch immer. Das Rendern des Fonts passiert dann direkt im Client, also das muss man dann nicht mehr machen. Eine Sache, die eben passieren muss, man muss eben dem, wenn man sich für eine Typografie entscheidet, muss man dem Client eben auch die Fonts mitgeben in einem speziellen Format, damit der eben dann möglichst wenig von den Glyphen, die benötigt werden, abrufen muss. Also ich muss jetzt mich nicht darum kümmern, zu sagen, okay, ich berechne im Server oder im Teilgenerator schon irgendwie die Buchstaben-Placements genau vor, sondern ich sage nur, wo soll das komplette Label gerendert werden und die Kollisions-Detection und so weiter, das macht dann in der Regel der Vektorteil-Client. Weitere Fragen? Ja, doch. Du hast gesagt, dass MVT jetzt so quasi das ist, was man haben will. Mapbox Vector Tiles klingt mir für mich so ein bisschen, als ob da diese Firma dahinter steckt. Ja. Klingt ein bisschen nach Google Chrome. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Ja, also du hast vollkommen recht. Das stimmt so, dass es eben, die Spec ist auch im Prinzip 100% von Mapbox getrieben. Es wirkt ein bisschen offener, als es ist, leider. Man kann aber durchaus mitdiskutieren. Also zum Beispiel ist jetzt gerade die Version 3 in Entwicklung, die jetzt irgendwie demnächst kommen wird. Wird jetzt nicht so richtig nach außen kommuniziert, was da passiert. Man kann sich aber da so ein bisschen beteiligen. Also zum Beispiel kann man sich jetzt schon mal die V3-Spec anschauen und eben da vielleicht kommentieren, falls man irgendwas nicht versteht, falls man das implementiert. Es ist eben die Analogie zu Google Chrome, stimmt im Prinzip. Ja, es ist eben offene Technologie, aber man hat sehr wenig Mitspracherecht jetzt aus der Community heraus. Es hat eben den großen Vorteil, dass das, was da entwickelt wurde, ziemlich sinnvoll ist. Ja, es ist halt nichts Doofes und es ist halt schon auch clever entwickelt. Aber ja, wir müssen da eben auch schauen, vielleicht bekommen wir eben als Foskis-Community da auch unsere Wünsche mit rein integriert, dass wir sagen, okay, wir brauchen bestimmte Sachen. Nehmt mal bitte ein bisschen mehr Rücksicht auf uns. Ja. Also auch diese Sache, dass jetzt bisher eben nur Points, Lines und Polygone gingen und es zum Beispiel keine Spline-Typen gab, das zeigt halt eben auch, es kommt aus einer bestimmten Ecke und jetzt kommen irgendwie die Splines und jetzt ist eben die Frage so, wer kann damit was anfangen? Also vielleicht im professionellen GIS-Bereich mehr, aber im Open-Street-Web-Bereich, da haben wir halt keine Splines. Und eben, das ist eben so die Frage der Policy und der Weiterentwicklung und so weiter und wir müssen da eben, wenn wir weiter diese Technologie nutzen wollen, eben auch direkt drauf gucken und vielleicht auch versuchen mitzureden. Weitere Fragen? Gut, dann danke ich Thomas nochmal für den Vortrag. Vielen Dank.